Vielleicht hast du dich schon gefragt, wozu dieser Bereich Überprüfen dient. Ich finde ihn sehr praktisch für die Zusammenarbeit mit anderen Personen. Wenn eine Word-Datei von Person zu Person geht, dann weiß man ja am Schluss nie mehr so recht, wer jetzt was geändert hat. Und mit Änderungen nachverfolgen wird jetzt jede Änderung, die ich in dieser Datei hinterlasse, automatisch aufgezeichnet und für alle ist dann sichtbar, wer jetzt was daran gemacht hat. Damit du diese Funktion etwas besser nachvollziehen kannst, habe ich dir eine Datei vorbereitet. Wenn du die Materialien entpackst, so hast du einen Ordner 2, 3 überprüfen und hier drin eine Datei mit dem Namen ICT-Kompetenzen. Wenn wir jetzt wiederum in diesen Bereich überprüfen gehen, so siehst du, auch hier sind die Änderungen nachverfolgen aktiviert. In diesem Bereich hier siehst du schon, hat es Kommentare drin. Wenn ich da auf Markup alle gehe, so wird jeder Schritt, den mein Mitarbeiter, in diesem Fall bin ich das, gemacht hat, aufgezeichnet. Hier hat er zum Beispiel etwas gelöscht. Wenn ich das gut finde, kann ich mit einem Rechtsklick sagen Löschen annehmen und jetzt ist diese Änderung akzeptiert. Da hat er einen Kommentar geschrieben, darauf kann ich eine Antwort geben und gewisse Kommentare, die vielleicht sinnlos sind oder sich bereits erübrigt haben, kann man auch löschen. Kommentar löschen und er verschwindet. Manche Änderungen, hier hat er einen ganzen Satz gelöscht, den ich aber wichtig finde, kann man rückgängig machen, löschen nicht übernehmen und jetzt erscheint er wieder. Hier wiederum hat er etwas reingeschrieben, das ich gar nicht verstehe, da mache ich jetzt einen neuen Kommentar, auch wieder mit einem Rechtsklick, neuer Kommentar. Dieselben Befehle hast du alle hier oben auch als Symbole. Du siehst, es ist eine recht praktische Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Natürlich ist es etwas unschön, wenn beim Drucken dann all diese Kommentare sichtbar werden. Hierfür gibt es verschiedene Ansichten. Du kannst hier unter Markup alle auch einfach Markup keine auswählen und so wird die aktuelle Version ohne irgendwelche Kommentare und Änderungsschritte angezeigt. Und eine weitere Möglichkeit, die interessant ist, ist, dass du zwischen dem einfachen oder dem vollständigen Markup und dem Original hin und her wechselst und so siehst du, was ursprünglich geschrieben war und was seit der Aktivierung dieser Änderungsverfolgung alles passiert ist. Idealerweise hat man am Schluss all diese Kommentare und Änderungsvorschläge angenommen oder eben gelöscht. Diese Änderung hier nehme ich jetzt auch noch an und dann wird diese Spalte dann wieder leer. Und wenn du aufhören willst, das alles aufzuzeichnen, so tippst du einfach wieder in dieses Symbol rein und jetzt kannst du daran arbeiten, ohne dass protokolliert wird, was du machst. Deutlich interessanter ist dieser Modus, wenn du ihn online brauchst, dann möglicherweise eher in der Webversion von Word, weil dann alle gleichzeitig an dieser Datei arbeiten können. Du kannst dir vorstellen, trotz diesem offensichtlich sehr brauchbaren Modus ist es natürlich immer noch ein bisschen mühsam, wenn du diese Datei hin und her schickst und zwei Leute gleichzeitig in der Zwischenzeit an ihrem Computer daran gearbeitet haben, so hat man plötzlich mehrere Versionen, die da per Mail hin und her wandern und am Schluss muss einer all diese verschiedenen Versionen dann trotzdem wieder zusammenbringen.